Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3. Ja, lang ist es her, ne? Ist mir ein bisschen peinlich. Ich hatte immer wieder ein paar neue Projekte, deswegen weiß nicht, kam ich nie irgendwie dazu, mir die Platin-Trophäe zu holen für dieses Spiel. Und wir sind sehr kurz davor, ehrlich gesagt. Ein Level nur noch, wenn ich mich nicht irre. Und ja, die Sache ist die. Kingdom Hearts Remind ist jetzt seit ein paar Tagen schon draußen, schon seit einer Woche, glaube ich. Und ich habe es mir natürlich schon hier drauf gepackt. Und einige Inhalte sind auch noch dazu gekommen, so im Laufe der Zeit. So einige Patches, die noch ein paar Sachen hinzufügen. Und darum kümmern wir uns jetzt erstmal. So, ich glaube, die Fähigkeiten hier, die sind alle durch den DLC freigeschaltet worden, ne? Ich glaube, das sind nur die Dinger, ne? Ja, da sind Angriffe aus dem ersten und zweiten Teil, glaube ich, ne? Boom, boom, irgendwas hier. Sturmsatz, ja, nehmen wir das. Und dann habe ich noch Folgendes bekommen, und zwar Zeichen des Versprechens. Das bekommt man, indem man alle Glücksembleme sammelt. Und ja, die haben wir schon alle. Was fehlt hier noch? Hat noch jemand anders was bekommen? Ich habe noch was bekommen, irgendwie. Warten auf Eden. Nicht nach Tage über die Magie-Scheiße, das größere Schaden. Kombo-Abschluss. Ah, okay. Ja, muss aber nicht. So, gut. Und ja, diesen Ding mit dem Zeichen können wir uns noch was hier abholen. Und zwar. Boom. Zeichen des Versprechens gegen Sterntreue eingetauscht. Jetzt haben wir Sterntreue. Cool, ne? Und ja, wie man sich vielleicht denken kann, boah, wie tut man die nochmal hochleveln? Ja. Gucken wir mal, wie weit wir hochleveln können, wenn überhaupt. Ich nehme jetzt mal an, wir können hochleveln, ne? Ja. Habe ich genug Items überhaupt? Wird es stärker sein als Ultima? Ich glaube ja eher nicht, aber wir können ja mal schauen. Ja, mehr als genug Sachen anscheinend. Ja. Oh, jetzt mal eiskalt Sterntreu maximiert. So, wie stark ist es denn? Wir rocken immer noch mit Ultima hier durch die Gegend, ne? Und Sterntreue ist ja auch nicht schlecht. Situationsboost. MP-Kugeln, mach aus allen MP-Kugeln große MP-Kugeln. Erhöht die Verfügbarkeit auch von Vorminderungskommandos und schnell auf, wenn du Gegner besiegst. Hm. Weil es stärker als Ultima, nein. Ja, alles klar, aber ist trotzdem krass, ne? Kann man ja mal machen, ne? Sag mal Sterntreue. Zack. Auch nicht schlecht. Aber wir laufen hier mit Ultima rum. Ich will jetzt auch nicht viel, ehrlich gesagt, in diesem Part machen. Ich will jetzt eigentlich nur einmal kurz die Platin-Trophäe holen. Habe ich Dings hier aktiviert? 0 Erfahrungspunkte, ja. Weil ich wollte die Platin-Trophäe natürlich mal während des Aufnehmens holen. Und ja, mir fehlen, glaube ich, nicht mehr so viele Erfahrungspunkte. Also machen wir jetzt ganz schnell. Und dann werden wir, wenn wir fertig sind, um Level 99 zu erreichen, mal eiskalt gegen Xehanort noch mal kämpfen, und zwar mit unserer Ultima Klinge auf Level 99. Dann wollen wir mal sehen, wer ja den ultimativen Schlüssel hat. Ja, und das ist natürlich jetzt hier ein absoluter Klacks, ne? Alter. Und Level 99, maximale Stufe, und boom, Kingdom Hearts. Und ja, die Platin-Trophäe eiskalt mal geholt. War jetzt nicht so schwer. Ich habe es jetzt nur als sehr vor mich hergeschoben, weil, wie gesagt, es kam immer wieder neue Projekte und ich hatte einfach echt keine Zeit. Und ja, es ist Kingdom Hearts, ich weiß, es ist meine absolute Lieblingsspielserie, aber trotzdem irgendwie, weiß nicht, hatten andere Sachen immer mehr Priorität. Ich habe mir jetzt gedacht, die Platin zu viel zu holen ist jetzt nicht so ein, weil ich jetzt nicht so von Wichtigkeit. Aber ja, jetzt haben wir sie. Und ja,
Wir sind jetzt Level 99, das sind unsere Werte auf Level 99. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie stark wir gegenüber Xehanort sind. Der hat seine Chi-Klinge, den ultimativen Schlüssel. Und wir haben die Ultima-Klinge, den ultimativen Schlüssel. Okay, was ist dieser Angriff? Der gefällt mir irgendwie nicht. Ich mag diese fancy Angriffe irgendwie nicht. Die irgendwie so, weil nicht mehr Animationen oder so hinzufügen oder so. Na Gott, mein Ziel hoch über dir zu treffen. Ich nehme an, das ist das, ne? Lufthiebe. Ne, weil nicht. Was ist das? Was ist diese Attacke? Wie macht man die weg? nimmt nach unten aus. Löse eine vertikale Wirbelattacke aus, um mein Ziel weit unter dir zu treffen. Ich weiß es nicht. Schön aufwärtshieb nach einem Hahn Ziel. Tornado. Radialsturz. Oh. Das war gut. Und ja, nachdem wir diesen Part hier erledigt haben, geht es dann ins DLC natürlich rein. Ich habe noch irgendwo einen Speicherstand, welcher weiß nicht. Ich weiß nicht, welches Level man für dieses DLC sein muss. Ich glaube, mit Level 99 bin ich schon ein bisschen überpowered, ne? Aber ich habe noch einen Speicherpunkt, wo wir noch so, weiß nicht, kurz vor dem finalen Kampf, glaube ich, waren, oder kurz nach dem finalen Kampf hier gespeichert haben. Nicht so, weiß ich nicht, so Level 60 irgendwie so bin. Also je nachdem, was für eine Level-Voraussetzung das DLC ist, ich werde auf jeden Fall einen passenden Spielstand dafür haben. Ich weiß, dass einige Bosse noch hinzugefügt worden sind, darauf freue ich mich. Und ich weiß, es gibt noch Memoir als Schlüsselschwert, aber das freizuschalten ist ein bisschen nervig. Weil man muss erst kritischen Modus durchspielen. Bis zu einem bestimmten Punkt, glaube ich. Und dann muss man, ja... Dann kriegt man das Schlüsselschwert. So, und das ist auf verschiedenen Ebenen nervig, was das Let's Play angeht, weil ich habe es noch nicht auf kritisch gespielt. Und das würde für mich jetzt bedeuten, ich müsste jetzt das Spiel auf kritisch durchspielen, ne? Was schon nervig allein ist, ne? Nervig genug ist. Und dann müsste ich, man kann jetzt ein neues Spiel plus machen. Da kann man alle Schlüsselschwerter von vorherigen Spielständen irgendwie noch mal von Anfang an besitzen. Das heißt, ich würde jetzt da kritischen Modus mit Ultima und so was alles anfangen, ne? Ich müsste dann durchspielen kritischen Modus, bis ich Memoir freigeschaltet habe, und dann müsste ich noch mal auf Dinges spielen, auf Profi, weil ich jetzt hier auf diesen Spielstand habe, weil kritisch und dann direkt irgendwie das neue DLC und die neuen Bosse, das wird mir nicht so gefallen, weil ich habe so Gefühl, dann kriegen wir voll auf die Fresse und das wird mir sehr weh tun und mir den Spaß ruinieren. Ich würde lieber auf Profi spielen. Und ja, das heißt, ich müsste mehr oder weniger zweimal das Spiel noch mal durchspielen, alles sammeln, damit wir wieder zu dem Punkt sind, wo wir hier sind mit unserem komplettierten Spielstand, ne, wo wir so gut wie alles haben und ne, wo wir sogar alles haben, glaube ich. Und ja, darauf habe ich echt keine Lust. Und deswegen, ja, worauf ich hinaus will, Memoir werden wir wahrscheinlich in diesem Let's Play nicht mehr sehen. Also ja, aber wie gesagt, hier, wir bauen eine Ultima. Ich meine, Sterntreu kommt sehr nah dran an die Stärke von Ultima, aber warum Ultima, wenn ich, warum Sterntreue oder Memoir, wenn ich Ultima hab? Guck mal, Ultima ist viel länger, macht ein bisschen mehr Schaden. Memoir war, glaube ich, das Stärkere von den beiden Schlüsselschwertern, aber trotzdem, vielleicht wird das sogar stärker als Sterntreue sein, aber trotzdem, ne, da, jetzt extra das Spiel noch mal durchspielen für das alles, ne, darauf habe ich jetzt echt keine Lust. Und ja, wir werden jetzt hier alles skippen. Das soll jetzt hier einfach nur so ein Kampf für Jux und Dollerei sein, ne? Wir werden jetzt einfach hier mit unseren ultimativen Schlüssel gegen Xehanorts ultimativen Schlüssel antreten. Das ist jetzt einfach nur so ein Kampf für, um wieder reinzukommen ins Spiel und einfach so for fun, wenn ich mich fürs DLC hier vorbereiten kann. Und ja, wir sind Level 99 natürlich. Wir, die Gegner hier haben absolut gar keine Chance gegen uns. Aber das soll jetzt auch nicht der Sinn sein. Ich nehme sehr stark an, die Gegner, gegen die ich im DLC antreten werde, die werden alles andere als einfach sein. Also lasst mir noch diesen Spaß hier und dann boom. Ultima Form übrigens, ne? Und ja, der Kampf wird sehr schnell vorbei sein. Ja.
Okay. Es ist schon ein bisschen krass, wenn ich ehrlich bin. Und ja, es gibt natürlich alles, ne? Der Kampf ist jetzt hier im Vordergrund. Wir kämpfen jetzt gegen Xehanort mit der Chi-Klinge, seinen ultimativen Schlüssel gegen unseren ultimativen Schlüssel, weil es stärker Ultima oder die Chi-Klinge, ne? Das ist jetzt die Frage. Ich meine, er hat noch nicht seine Chi-Klinge rausgeholt, ne? Er hat noch sein No Hard, heißt das Schwert, glaube ich, ne? Und ja, ich das mal an. Er soll jetzt, wie gesagt, der Part hier soll jetzt eigentlich nur so eine Prälude sein von was jetzt noch bald kommen wird, ne? Wir machen den absolut kalt, ey. Wir sind schon in der zweiten Phase? Nee. Okay. Weil jetzt hier irgendjemand neu ist und sagt, oh, auf Level 99, da kann doch jeder den finalen Boss erledigen. Ich habe den finalen Boss schon besiegt auf reguläre Weise. Also, Leute. Das gibt man mal das. Wie gesagt, dann soll es einfach nur so für die Lols sein. Im nächsten Part geht es dann mit dem DLC weiter. So, jetzt unter Wasser. Boom, boom. Ich habe keine Lust auf die Unterwasserphase. Wie wär's, wenn wir mal wieder oben kämpfen? Gar keinen Schaden. Ich meine, natürlich macht er uns keinen Schaden. Nur Schaden macht Magie eigentlich. Aber ja. Dau. Ich hoffe, das DLC fügt noch einige Sachen zum Spiel hinzu, was mir noch so gefehlt hat. Ich fand Kingdom Hearts 3 awesome, ne? Verstehe mich jetzt nicht falsch, aber so einige Sachen haben mir doch so ein bisschen gefehlt. So allein schon optionale Bosse und so war das Spiel richtig arm. Also hat Kingdom Hearts 1 und 2 viel mehr zu bieten. Und ja, jetzt haben wir natürlich das DLC. Und ich habe sehr große Hoffnungen, dass meine Wünsche hier erfüllt werden. Dass wir sehr viele optionale Bosse noch hier bekämpfen können, dass wir hier unseren Spaß haben werden. Ich habe mich jetzt nicht so viel informiert. Ich weiß so ein paar Randsachen, was im DLC alles vorkommt, aber ich werde nicht zu sehr darauf eingehen. Konter. Und ja. Aber erst einmal kümmern wir uns hier um den Snipe-Boss. So. Ich kann auch blocken, ja. Und so ganz jetzt bei 30, weil ich das Spiel schon lange nicht mehr gespielt habe, oder was? Ich habe den ultimativen Schlüssel. Weil mir jetzt sieht das Ding gar nicht mehr wie ein Schlüssel aus, ne? Jetzt haben wir wortwörtlich ein Schwert in uns ran. Soll mal darauf achten. Na, das haben wir auch in Rekordzeit erledigt. Jetzt bleibt nur noch Xehanort. Oh, komm her. Komm her. Auch mein Gott, voran. Ja, komm her. Ich versetze Finale ein, ja. Ultima ist so broken, ne? Donald. Ja. Etwas Screen Time für Donald. Oh. Da guckt dir mal ein Schwert an. Voll lächerlich. Come, Kingdom Hearts.
So, weiter geht's. Weiter geht's. Ah. Komm her. Ah, geblockt. Ha, geblockt. Ha, geblockt. Bonk. So, wir am Boden. Ja, gut gemacht. Gut gemacht, Donald. Ja, Goofy. Ich hab Donald, ne? Wind. Naja, jetzt kommt das noch, ne? Boah. Fand ich, war so eine geile Idee im finalen Kampf. Ja. Erstmal nur mal damit aufhört. Ich mache gar keinen Schaden gegen den. Ich habe auch gar keinen Schaden. Komm her. Fahrt. Ja, geblockt. Ja. Ah. Oh Gott. Mein Gott, jetzt kommt er wieder auf mich erst. Ich glaube, der macht wortwörtlich nur einen Schaden gegen mich, kann das sein? Ja, lass mich mal mein Ding hier auffüllen. Ich glaube, das müsste ich machen. Naja, ne? Okay, ins Licht. Ah, ist so geil. Aber mich zu schießen, aua. Na, ich werde hier von allen getroffen, ey. Guck mal, ja. Letzter Strahl. In die Fresse. Verarschen? Ja, natürlich. Man macht da voll viel Schaden. Ja. Ja, ist auch okay, Goofy. Donald. Oh, da war's. Wir haben gewonnen. Wer hätte das gedacht? Wir sind Level 99. Wir haben das ultimative Schlüsselschwert. Gut, alles klar. ja, gut, das war's dann. Ja, das war's dann für diesen Part. Ne? Im nächsten Part geht's dann auf ins DLC. Da sollte jetzt auch noch hier ein bisschen so dazu dienen, dass ich wieder ins Spiel ein bisschen reinkommen. Und ja, na, okay, haben wir alles schon gesehen. Ihr könnt wortwörtlich den letzten Part anschauen, um zu sehen, was diese, nee, nicht den letzten Part, haben wir gegen das. Nach, ja, der Plot Twist am Ende.
den ich schon jahrelang vorher vorausgesehen habe, das extra Ending und so, habe ich alle schon gezeigt, glaube ich. Und ja, gucken wir jetzt unser Dings aussieht. Unsere Statistik, Spielbilanz, Schwierigkeitsgrad, Profi, besiegt Gegner 13.013. Bestgenutzte Situationskommando, Blitzkar, Königsanhänger, meistgenutzte Schlüsselschwert 30.000. Gummijet Fortschritt, meist verspeiste Gerichte 0 mal. Gummijet Fortschritte, wir haben die ganze Zeit nichts geändert. So. Mir kannst du deinen durchgespielten Spielstand speichern. So. So, und hier habe ich einmal versucht auf kritisch. Aber ja, das, nee, da habe ich jetzt extra keine Lust. Keine Ahnung. Wo speichere ich denn? Ich komme dann wieder direkt da vorne. Also können wir speichern. So. Boom. Und dann Spielstand 7 wird dann unser Ding sein. Unser DLC-Spielstand. Ich nehme an, man muss einen neuen Spielstand hier anlegen, ne? Aber ich weiß es nicht. Gut. So sieht übrigens jetzt der Titelbildschirm aus. Schön, oder? Und ja, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo es dann mit dem DLC weitergeht. So. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.